Hallo meine Lieben, zu einem neuen Part bei unserem Endlosspiel, so möchte ich es mal nennen. Und ja, bevor wir natürlich weiterhin das Gras aufnehmen, was wir ja so mühevoll gemäht haben, möchte ich erstmal gucken, der Case hat 78%, die Wolle 93%, das sehen wir ja anhand unseres Addons da oben. Ja, und wie gesagt, der Case 83%. Ich würde mal sagen, da laufen wir. Ne, wir machen es mal so. Das dürfte da sein, genau. Wir fahren da einfach mal rüber. Wir müssen eh Platz machen für unser Sägerät. Dann entleeren wir hier den Case einfach nochmal, tanken ihn ab und dann können wir uns in Ruhe um unser Gras kümmern. So, drehen wir einfach nochmal. Genau. So, und unsere Wolle, wie gesagt, da können wir dann ja auch schon fast die Palette runternehmen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Schauen wir mal. Wir haben es im Blickfeld. So, fertig ist er. Ja, dann können wir den ja auch gleich hier stehen lassen. Alles klar. Wolle 97%. Komm, ich leg's jetzt einfach mal drauf an. Runter das Fahrgestell. An. Und dann machen wir den Tempomat an. Den Tempomat muss ich aber wieder hochstellen. Den hatten wir noch unten. Wofür hatten wir den eigentlich auf 10? Ach ja, beim BGA. Fahren wir ja damit 10 km/h durch, um zu entladen. So, das machen wir jetzt mal aus der Innenperspektive. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Super, und es wird schon wieder Abend. Ich glaube es einfach nicht. So, machen wir gleich nochmal kurzen Zwischenstopp hinten bei unseren Schafen, dass wir die Palette da runternehmen. So, ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt hier so richtig mache aus der Innenperspektive. Ich gucke jetzt einfach mal. Doch, haben wir soweit alles mitgenommen. Läuft. Was ich richtig cool finde, ist die Spuren, die ihr da hinten. Seht ihr das so? Diese Dreckspuren, diese Fahrspuren, die ihr im Rasen da so hinterlässt. Das sieht einfach Hammer aus, finde ich. Realistisch vor allen Dingen. Wie der Staub aufwirbelt. E-Klasse. Aber ich sehe gerade, die Wolle ist fertig. Deswegen switchen wir nochmal ganz kurz runter. Mehr oder weniger runter rüber. Um hier unsere Palette mal runterzunehmen. Tja, Freunde, so hat man sein Tun, ne? So, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Gibt nichts Schlimmeres, als die Palette zu verlieren. Ist mir bisher hier bei Let's Play noch nicht passiert. Aber offline. Und ich kann euch sagen, ist nicht schön, die Palette wieder aufzunehmen. Denn die Wolle, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ich probiere es einfach mal. Die Wolle ist, ich will nicht sagen, ist ein Bug oder sowas in der Art, aber die verschwindet. Diese 6 Dinger verschwinden im Boden. Also ihr müsst euch vorstellen, die Palette fällt jetzt runter von meiner Gabel. Und dann versinkt die Wolle, wenn sie auf dem Kopf landet zum Beispiel, in der Erde. So blöd, wie sie es anhört, aber so ist es. So. Dann kann ich nur die Palette greifen. Und wenn die auf dem Kopf liegt, herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. So, und die dann wieder einfangen oder zumindest richtig rumzudrehen. Das ist ein Akt. Das sage ich euch. Also offline ist es mir schon passiert.
Mit ein bisschen Glück habe ich sie dann immer hin und her geschmissen, dass die irgendwann mal richtig rumgelandet hat und konnte sie dann wieder ganz normal aufnehmen. Aber es ist ein Akt, wie gesagt. Deswegen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ne? Wobei, davor ist man nicht gefeilt, wir müssen so oft noch Paletten runternehmen. Und selbst wenn sie vom Anhänger runterfallen. Also, das kann auch passieren. Ja, dann ist es halt so. Dann haben wir ein neues Phänomen. Und ich kann dann dem Part einen exquisiten Titel nennen, so. Sagen wir es mal so. Gut. Hier war es ja so, dass ich eigentlich gesagt habe, 4 Anhänger. Ja, ich hatte ja eine Schätzung abgegeben, 4 Anhänger brauchen wir für diese Wiese. Und ich glaube, 2 hatten wir abgegeben und wir sind hier momentan bei unserem 3. Und ich glaube, es bleibt auch beim 3. Von daher, tja, leicht verschätzt. Aber wir werden beim nächsten Mal Rasenmähen auch ein bisschen genauer sein. Also ihr seht ja selber, hier in der Mitte hatte ich was stehen lassen. Alles mit Absicht. Ja, es ging mir nicht schnell genug. Hier drüben auf der rechten Seite war komplett eine Bahn. Also gut eine Bahn, sag ich mal. Die man hätte auch noch mit abmähen können. Hier drüben bin ich mir nicht ganz sicher. Da sind halt die Berge oder diese ja, Felsen, hätte ich beinahe gesagt. Ich glaube, das lasse ich auch. Da rumzuschippern, das bringt nichts. So, und hier zwischen den, ja, Bohrtürmen, nennt man das so? Ja, ne? Da umherzueiern, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, beim nächsten Mal hier, guckt mal, wie breit das hier ist. Also da ist locker noch eine Bahn drin. Und da hätte man den dritten Anhänger zumindest auch schon mal voll gekriegt. Aber wir werden das alles sehen. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Aber was ich gerade sehe, ist, dass unser Case schon wieder voll ist. Deswegen switchen wir hier auch gleich mal rüber. Da ist er nämlich. So, dann laufe ich mal eben. Laufen hält schlank und gesund vor allen Dingen. So, wo ist denn unsere Sämaschine? Ach, die ist auch schon hier vorne. Ja, ist ganz gut. So, der Reifestatus ist auch schon komplette Feld. Freut mich. Oh, 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 vorsichtig, vorsichtig. Sonst spielen wir hier wieder den Sliderman. So, jetzt müssen wir aber wirklich kurz beibleiben. Na, ihr wisst schon, ihr seht es anhand, wie wir hier stehen. Wenn der gute Case nachher dreht, dann behindern wir ihn. Dann stehen wir halt im Weg. So, und ich denke mal, unser Anhänger wird dann sowieso wieder voll sein. Sprich, wir können es eigentlich auch gleich zum Silo bringen. Was soll's? Machen wir auch. So, Deckel drauf. Ja, was ist denn nur jetzt? Warum fährt er nicht? Denkt er jetzt, ich stehe im Weg oder wie? Ja, denkt er wirklich. Ich behindere ihn beim Weiterfahren. Geht ja gar nicht. Ach, jetzt wo ich vor dir lang fahre, da fängst du an. Nun gut. Gut, dann bringen wir das zum Silo. Waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Ha, ha, ha. 22.30 Uhr, Spielzeit, können wir mal Licht anmachen, gibt auch dann bald wieder Milchgeld. So, und ich denke mal, das Ganze, das machen wir jetzt außer Innenperspektive, das kriegen wir hin. So, und nee, das wollte ich nicht, ich wollte abladen. Aber gut, die Ansicht gefällt mir auch. Können wir gleich mal gucken. Stehen gut. Wunderbar. Ich steig schon wieder aus. Das gibt's ja wohl gar nicht. Genau. Taste C war die Innenperspektive. Ich verwechsel das immer mit E.
E wird in vielerlei Hinsicht bei vielen Games genutzt, von daher ist man da einfach zu schnell mit dem Drücken. So, und ich möchte die Gelegenheit jetzt auch gleich mal nutzen, um hier die Eier zu sammeln. Ja, irgendwie nervt es mich ja schon, wir waren lange nicht hier. So, und Eier sammeln heißt jetzt nicht, dass wir Ostern haben, das ist schon vorbei. Könnte das jetzt auf Frühstückseier beziehen. Aber komm, wir haben damit angefangen, hier Hühner praktisch zu kaufen. Geldbringend ist das hier nicht. Aber ich fand's niedlich, immer wie sie hier so sitzen und schlummern. Jetzt fühlt sie sich gestört, oder was? Nein. Von daher, ihr müsst nicht aufstehen. Ich glaube, ich beunruhige sie hier. Nein, also ich gehe hier auch grob durch. Wenn ich hier jetzt das ein oder andere Ei vielleicht vergesse, dann ist es halt so. Ich habe damit kein Problem. Ich hoffe, ihr auch nicht. Ist nur der Ordnung halber, dass hier mal wieder aufgeräumt ist. So. Kurzer Rundumblick. Hier hinten ist noch eins. Das stach mir gerade so ins Auge. Und ich denke mal, dass wir jetzt hier soweit alles abgeräumt haben. Ich sehe erstmal keins. Wie gesagt, sollte ich eins übersehen haben, dann ist es halt so. Wir haben auf jeden Fall erstmal wieder Ordnung. Und dann fahren wir auch gleich rüber wieder hier. Sonst ist der Case nämlich schon gleich wieder voll. Ich kann den Traktor hier auf jeden Fall schon mal gleich hinten abstellen. So. Und dann gehen wir gleich wieder rüber hier. Meine Güte, haben wir so zu tun. Aber ich find's gut. Ich find's gut. So wird's nicht langweilig. So, dann werden wir definitiv... Oh, es gab Geld. Es gab Geld. Es gab nicht viel Geld. Aber es gab Geld. So, dann werden wir mal wieder das, die Geschwindigkeit, nicht das, die Geschwindigkeit wieder runterstellen und dann geht's los mit der Entladung. Oh, hier passt eine Menge rein, eine Menge, eine Menge. Aber was soll's? Wir haben vor allen Dingen die Wiese schon gemäht. Fahren wir hier nochmal rüber. 91, 92, 93, 94. Na, passt das mit einmal? Ja. Alles klar. Gut, dann können wir den Traktor jetzt auch wieder in die Ausgangsposition bringen. An unserer Wiese. Dann haben wir das eine Mal Mähen erfolgreich abgeschlossen. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr rauszuholen. Gar keine Frage. Wir werden mit Sicherheit... Jetzt gehe ich hier mal an Land ein. Ist ja geländegängig, unser Traktor hier. Ja, und ich denke mal, wenn wir das nächste Mal jetzt die Wiese mähen, dann gehen wir dann natürlich ein bisschen detaillierter vor. Wir werden noch das ein oder andere Mal die Wiese mähen, damit wir halt unsere Silage da im BGA richtig schön voll kriegen. So, hinten geht schon. Ne, jetzt. Vorne auch. Vorsichtig. So, dann können wir ja mal gleich hier gucken. Und guckt's euch an. Wir könnten rein theoretisch schon wieder anfangen. Die Wiese ist schon wieder hochgewachsen. So, das werden wir in dieser Folge aber nicht mehr machen. Auch nicht mehr schaffen. Wollen wir ja mal realistisch sein. Der Case ist nämlich auch schon wieder voll. Tja, und bevor wir hier in Überlänge gehen. Sag, ich bin da ja... Es passiert ja immer mal, dass man in Überlänge geht.
Aber ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben 15 Minuten. Das Einzige, was ich hier noch mache, ist das Fahrwerk runter. Und dann werden wir einfach eine Pause machen. Dann haben wir auch in der nächsten Folge gleich was zu tun mit dem Abtanken des Case. Und hier könnten wir rein theoretisch schon wieder einmal mähen. Wir gucken uns dann aber auch mal das kleine Feld an. Da waren wir noch gar nicht gucken. Wir können da aber gucken. Jawohl. Das scheint nämlich fertig zu sein. Nee, das scheint nicht fertig zu sein. Das ist fertig. Und damit wir hier nichts falsch machen, Freunde, bringe ich den Sampo doch mal schon gleich in die Ausgangsposition. Nicht, dass hier noch ein Malheur passiert. Und ich bin am Überlegen, ob man hier eventuell auch gleich dafür sorgt, dass er hinten halt die Reste wieder ausspuckt. Aber nicht, dass wir nachher einen Traktor zu wenig haben. Also dann kommen wir eventuell noch in Schwulitäten. Ich prüfe das jetzt wirklich nochmal ganz kurz, ob er es hinten auswirft oder nicht. Er wirft es nicht aus. Komm, wir lassen es so. Was soll's? Kriegen wir nachher Stress mit dem noch fehlenden Traktor? Machen wir es beim nächsten Mal. Oder ich überlege es mir bis zur nächsten Folge. Gut, hier bleiben wir gleich. Ne, bleiben wir nicht. Ich mache hier Stopp. Wie sie es gehört. Tja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ja, ich sag einfach mal bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut und tschüss.